So, die Kinder sind im Auto und auf dem Weg nach Hause und ich mache jetzt meine Radreise Richtung Heimat, hier von der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich hatte ja mein Fahrrad hinten im Kofferraum alles mit, so dass ich eben umgepackt habe. Wir haben noch alle gemeinsam gegessen und jetzt werde ich richtig schön nach Hause fahren. Das wird dann 4 Tage dauern und ich hoffe, dass es eine schöne Radreise wird. Nicht allzu viel Regen, da kommen die Kinder. Da würden wir noch mal winken. Da kommen die Paddelpaulis. Gute Reise! Genau, und meine Tour geht jetzt hier auf der Fahrradstraße Richtung Müro erstmal. Und von dort aus werde ich dann weiter gucken, wie ich dann weiterfahre. Ich habe ja mein Navi mit und dann werde ich mich mal heute leiten lassen. Ich hoffe, dass es eine schöne Strecke wird. 27 Kilometer stehen mir heute bevor ich zum Campingplatz komme. Das sind so gut eineinhalb bis zwei Stunden. Und diese eineinhalb bis zwei Stunden, die radel ich noch ein bisschen, weil mir ist es zu früh, jetzt irgendwo auf dem Campingplatz zu versauern und einen halben Tag zu verbringen. Dann radel ich mal ein bisschen und verbringe den Abend dort. Und nächsten Morgen fahre ich dann die erste Etappe. Wir sehen uns. So, meine Paddeltour. 8 Tage auf dem Wasser ist zu Ende. Ich habe die Kinder gerade nach Hause geschickt. Die fahren jetzt Richtung Heimat mit dem Auto, mit dem ganzen übrigen Gepäck. Ich habe umgesattelt. Ich sitze wieder auf dem Fahrrad und werde innerhalb der nächsten 4 Tage, voraussichtlich am Mittwoch, werde ich zu Hause ankommen, 221 Kilometer abspulen. Eine schöne Fahrradtour oder kleine Radreise von der Mecklenburgischen Seenplatte ins schöne Niedersachsen, in die Südheide. I've been pacing my pace, no kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute ist mein erster offizieller Tag meiner Radreise von der Mecklenburgischen Seenplatte Richtung Heimat. Ich bin gestern schon aber 27 Kilometer gefahren. Und zwar bin ich am Lippsee gestartet und bin Richtung Glambecksee gefahren. Ich wollte gestern nicht schon um 13, 14 Uhr dort auf dem Campingplatz irgendwo einchecken und dann den halben Tag nur irgendwo faul rumliegen. Mich hat es auch wieder im Hintern gejuckt und auch natürlich in den Beinen. Und deswegen habe ich auch schon die ersten 27 Kilometer hier runtergespult. 27 Kilometer, die es mir heute ermöglichen, noch ein bisschen gemächlicher zu fahren. Anstatt 70 mache ich heute nämlich nur noch 50 Kilometer zu meiner nächsten Etappe. Und erstmal muss ich hier abwarten, dass sich die Wolken ein bisschen verziehen, weil ab und zu tröppelt es noch und ich muss ja noch mein Zelt trocken kriegen. Ich habe heute schon improvisiert, weil ich eben schon wieder einen kleinen Schauer hatte, damit ich im Trockenen sitzen und meinen Kaffee trinken kann. Aber mittlerweile klart sich das so weit auf, dass ich das hier auf dieser Sitzgelegenheit machen kann. Ja, meine erste Nacht in meinem kleinen Zelt, das ich letztes Jahr schon auf einer großen Reise hatte, war wieder sehr angenehm. Reichlich Platz für mich alleine da drin und ich genieße das momentan, weil es heute hier wesentlich ruhiger ist als auf dem Campingplatz, den wir gestern hatten. Da sind wir nämlich schon 5 Uhr morgens von irgendwelchen Anglern aus dem Bett geschmissen worden, die ihre Boote zu Wasser gelassen haben, mit anderen Booten durch die Gegend gebollert haben. Ja, genau. Gut, mein Kaffeewasser, das kocht gleich. Da gibt es gleich frischen Kaffee und dann startet der Tag. So, und ich habe
tatsächlich geschafft, mein Zelt noch trocken zu kriegen und einzupacken, so dass ich jetzt reisebereit bin. Mein Fahrrad ist gepackt, ich bin bereit und jetzt muss ich aber los, sonst zerstechen mich noch die ganzen Mücken, die hier so rumfliegen. Also, wir sehen uns auf der Tour. Bis nachher. But all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chuck this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still. When we on the floor and I'm on the force and you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still. When we on the floor and I'm on the force and you use the force, there's no problem. Like a Reese's. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool with cosplay and teaching. I don't mean to come across facetious, but this is all a joke to me and it should be to all of these. Sometimes I think it's the only way to stay decent. When the wind blowing that way, we ought to brave the breezes. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still. When we're on the floor and I'm on the force and you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still. When we're on the floor when I'm on the force and you use the force, there's no problem. Fears. Oh, but you don't love me like I love you. And that always gets me down. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still. When we on the floor, when I'm on the force, when you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you sit still. When we on the floor, when I'm on the force, when you use the force, there's no problem. Ja, hier auf der Spülinsel, auf dem schönen Campingplatz in Havelberg, habe ich dann noch eine Nacht verbracht und bin noch zum Essen gegangen, bevor es am nächsten Tag weiterging.
Heute geht meine Fahrt weiter vom Havelberg Campingplatz direkt an der Havel Richtung Arendsee. Und das sind laut meiner Navigations-App sind das ungefähr 59 Kilometer. Also ich rechne mit knapp 60 und dann bin ich nur noch 100 Kilometer von zu Hause entfernt. Das heißt, die letzten beiden Tage werden genauso entspannt. Heute kann ich mir wirklich Zeit lassen. Gestern ist der Plan geändert worden, weil der Campingplatz, den ich mir zuerst ausgesucht habe, totale Grütze war. Das war kein Campingplatz, das war, weiß ich nicht, Zustand. Und auch überhaupt kein Handyempfang, nichts, so dass ich noch nicht mal eine WhatsApp-Nachricht nach Hause hätte schicken können oder so. Also habe ich mich entschieden, dann weiterzufahren und habe dann gestern halt 90 Kilometer gemacht statt der geplanten 50. So, heute geht es auch gleich Richtung Fähre. Da muss ich dann mit der Fähre über die Elbe rübersetzen und dann geht es ein ganz schönes Stück an der Elbe entlang, bis ich dann irgendwann links weg muss, Richtung Arendsee selbst. Ich hoffe, das wird heute eine schöne Tour. Es ist leicht windig, vielleicht habt ihr jetzt auch Windgeräusche und ansonsten sonnig bewölkt. Es soll aber trocken bleiben und das ist das Wichtigste. Mal gucken, wie das wird am Arendsee, weil ich habe vorhin auf den Wetterbericht geguckt und aufs Wetterradar. Momentan ziehen da so ein bisschen dunkle Wolken dran vorbei mit Regenschauern. Und ich hoffe, dass die Nacht und nächster Tag trocken bleiben. Nicht, dass ich dann wieder mit einem klatschnassen Zelt losfahren muss. Aber das kenne ich ja auch schon. Gut, dann bis später. Und da ist sie, die schöne Elbe. Letztes Jahr noch dran lang gefahren. Und heute wieder. Tja, jetzt werde ich erstmal ein ganzes Stück an der Elbe langfahren. Noch einmal übersetzen auf die andere Seite. Und dann werde ich das mal richtig genießen, ne? Nicht vom Beckenrand springen. Ja, und wie letztes Jahr schon gefahren, dieses Jahr auch wieder hier auf dem Elberadweg, das offizielle Zeichen dafür ist dort klar erkennbar. Das heißt, ich setze meine Reise mehr oder weniger auf dem Elberadweg wieder fort, zwar nicht komplett, aber ein Teilstück davon. Ich lasse mich mal überraschen, wie es diesmal wird.
Das war gerade das kleine Städtchen Werben. Sehr schön und gemütlich. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich bin ja noch kurz durchgefahren. Da werde ich aber bestimmt irgendwann mal hinfahren, um mir das mal so anzugucken, wenn ich hier in der Gegend bin. Und mal in dem Café Lempel direkt an der Stadtkirche einen Kaffee und Kuchen zu trinken. Und den Kuchen zu essen, nicht trinken. Ja. Und jetzt geht's wieder zurück auf den Elbe-Radweg direkt am Deich entlang und weiter Richtung Arendsee. Jetzt am Arendsee angekommen. Mein Zelt habe ich aufgebaut. Das habe ich alles schnell gemacht. Die Toiletten aufgesucht bzw. geguckt, wo die sind. Jetzt bin ich gerade dabei, mir mal wieder was Schönes zu köcheln, weil der kleine Hunger kommt. Und ich will auch fertig sein, bevor das heute nochmal gewittert und regnet, weil das soll nämlich so ab 18 Uhr hier hier rüberkommen. Noch sieht es nicht so aus, noch ist es schön sonnig, aber die dunklen Wolken kommen langsam immer näher. Der Wind, der frischt gerade ein bisschen auf. Und bevor das tatsächlich richtig losgeht, möchte ich hier fertig sein. So, dass ich dann in der Regenzeit unter die Dusche gehe, mich fertig mache und dann den Rest des Abends dann im Zelt verbringen kann, falls es tatsächlich den ganzen Abend regnet. So, der Arendsee selber, den habe ich gut erreicht. Die Wege waren relativ gut. Ich bin trotzdem völlig fertig, weil die letzten 30 Kilometer bin ich nur gegen den Wind gefahren. Deswegen habe ich auch keine Aufnahmen großartig gemacht, weil das wäre von den Windgeräuschen viel zu laut. Man hätte nichts verstanden und so habe ich jetzt die Möglichkeit, ein bisschen windgeschützt hier euch ein bisschen was zu erzählen zu meinem Tag. Da jetzt läuft mein Reis über. Autsch. So. Das war mal wieder typisch. Wenn man nicht aufpasst, ne? Dann passiert das ganz schnell. Ja, schön übergeköchelt. Jo. Aber jetzt noch ein bisschen köcheln lassen, ein bisschen ziehen lassen und dann kann ich das auch runternehmen und ja, 10 Minuten, 15 Minuten warten und dann kann ich essen.
So, die Heimat hat mich fast wieder. Ich bin jetzt gerade in Niedersachsen angekommen, im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Und es sind noch 63 Kilometer, dann bin ich auch wieder zu Hause. Die radel ich heute noch durch, weil irgendwie die Zeltplätze, die ich jetzt hatte, die letzten zwei, weiß ich nicht, das bockt irgendwie nicht. Und die kleine Strecke jetzt, die reiße ich noch ab. 30 Kilometer, 35 habe ich schon hinter mir. Und die restlichen 63 schaffe ich auch noch. Und bin ich zu Hause im eigenen Bett. So, ich bin jetzt gerade über den Elbe-Seitenkanal gefahren. Jetzt geht es runter zu demjenigen und dann noch ein Stückchen dran entlang, bis ich dann gleich wieder Richtung Heimat fahre. Nur noch 30 Kilometer. Jetzt so ziemlich am Ende meiner diesjährigen kleinen Fahrradtour angekommen. Ich habe jetzt noch 6 Kilometer hier durch heimische Gefilde bzw. durch unseren Lüßwald. Und ja, es war eine schöne Zeit mal wieder. Jetzt der letzte Tag war auch wieder anstrengend. So wie der vorletzte Tag, weil ich da halt 100 Kilometer gemacht habe. Und jetzt auf der letzten Etappe, auf den letzten 5 Kilometern, 6 Kilometern, die noch über sind, da genieße ich das nochmal. Kein Gas, sondern einfach nur langsam durch den Wald fahren und noch ein bisschen die Ruhe genießen. Die Waldluft, das Rauschen in den Bäumen. Und dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Nach gut 1,5 Wochen. Eine Woche lang Kajak fahren. Nochmal 4 Tage Radfahren. Das war mal wieder richtig schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Automizi on Tour, egal ob zu Wasser, auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und sage bis bald und tschüss. Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr. Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein Geld. Kein Staat, keine Arbeit, kein Geld. Aus dem Haufen dieser Stadt musst du raus und du wirst sehen, du wirst dich verändern. All diesen Ländern. Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein
kein Geld. Mein Zuhause ist die Welt. Mein Zuhause ist die Welt. Kein Gott!